Der Winter is coming! So kalt, ist. Habt ihr das gemerkt? Der Wahnsinn! Sogar der Hund hat schon das Winterfell montiert. Der hat überhaupt keine Hemmungen. Ich habe mir gedacht, ich filme gleich mal in der Früh. Jetzt sind wir jetzt aber noch ein langes Gewand an. Und freue mich, heute hat das Kindergarten offen gehabt für euch. Für mich wird es offen haben. Ich bin gespannt, was da wieder Tolles auf mich zukommt. Und ich habe gerade ernsthaft das Bedürfnis, aber nur ernsthaft, Lego-Videos zu machen. Wahrscheinlich macht das mit der Webseite so wenig Spaß, dass ich lieber Videos mache. Weil ich werde es anschauen, ob das gelingt, denn Sonntag wäre das letzte, das fertig ist. Also es ist knapp. Es ist knapp. Schauen wir uns mal die blauen Wolken an und dann schauen wir mal, was wirklich passiert. Los geht's! Nachdem ihr ja wisst, dass es immer dann nett wird, wenn meine Frau dabei ist, darf ich dich filmen? Ja, du darfst. Auch deinen Fuß? Du darfst auch meinen Fuß. Ich darf dir, Schatz, das ist der Fuß und der wird gerade gestreichelt und massiert mit dem Fußbalsam. Und dasselbe macht sie dann mit meinen Füßen. Gell? So, wollte ich sagen, das ist dieses mysteriöse Eisenfrühstück, das meine Frau gemacht hat. Und ihr seht schon, oh, da ist ja Werbung. 1, 2, 3, 3 beim Frühstück, das ist aber neu. Diese schwarzen Punkte, die man hier nicht sieht, wieso sieht man nicht da? Die schwarzen Punkte, die sind das Eisen. Die schauen dann nein, in Milch. Das ist überhaupt nicht, das ist nicht das Eisen. Wenn man das dann in der Milch hat, ist es interessant, denn das Eisen ist aufgepustet, dass es schwimmt. So. Und wenn jetzt fragt, warum isst der Daniel das Eisenfrühstück? Weil es der Junior kosten wollte und sich entschieden hat, dass es nicht isst. Und ganz unter uns, ich mache jetzt eine Live-Verkostung und dann könnt ihr euch vorstellen, was das mit dem Körper macht. Mmh, lecker! Jetzt frag ihn mal, weil der hat es nämlich auch in der Milch. Du hast es auch in der Milch? Mhm. Ha? Darf ich dich filmen? Ja. Und du isst es? Mhm. Wie die Mutter, so der Sohn. Frage, was ist das jetzt alles? Haferflocken, Weizenkleie, Hirseflocken, Chiasamen, was ist noch drin? Sonnenblumenkerne und gepoppter. Was ist das gepoppte? Eisen. Nein, gepoppter, wie heißt das hier? Gepoppter, das, was dir nicht schmeckt. Gepoppter, irgendwas mit M. Irgendwas gepopptes noch. Ja, aber wie der Wolfgang Krupp schon sagt, das Frühstücksmüsli ist das Müsli. Ah, Couscous. Nein, Müsli ist da zum Mittag. Na egal. Der ist aber diese Säulenmüsli. Ihr wisst schon, diese sauteuren, der kann es ja leisten. Du könntest die Säulenmüsli kaufen. Ich weiß nicht, was Säulenmüsli sind. Na, diese neumodische Müsli-Firma, die das verschickt und. Mein-Müsli.at. Keine Ahnung. Ja, das ist auch nichts anderes, als dass man sich das selber zusammenstellt, was man will. Glaubst du wirklich, dass die das haben? Die haben das meiste von dem, was da drinnen ist, aber du kaufst halt dann anderes auch noch drinnen, wie Schokoflocken und natürlich, das haben die alles. Weil wir gerade von Müsli. Das ist ja selber zusammen. Haben wir gerade von Müsli reden. Ich kaufe ja dieses crunchy Billigfrüchte-Müsli. Jetzt zeige ich euch. Ja, ich weiß, das ist das, was meine Frau gekauft hat, was immer. Die Schweine haben da. Nein, was können die Schweine dafür? Diese Uschis haben da Schoko reingegeben. Damit ist dieses Müsli für mich wirklich uninteressant, aber sie haben es nur mit Schoko. Was soll man da machen? Kann man nur einen wahnsinnigen Zug auskriegen und haltet euch fest, das nutzt da auch nichts. Tja, na, da haben wir schon wieder mit. Oh, Schatz, sie sind böse auf das Bein. Ja, Schmerz. Darf ich dich was fragen, unter uns?
Wie weit drauf schmiert denn das jetzt? Nicht weiter. Na, da schauen wir dann nächsten Monat nochmal vorbei. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe ein Thema. Ich bin ja gerade... Die Dummheit des Tages, na, die kann ich euch sagen. Die Dummheit des Tages ist, was heißt des Tages, der Woche, dass ich ja am Sonntag oder am Montag, habe ich mein Fahrrad zurückgeholt vom Kreisverkehr. Ihr wisst Bescheid, die Geschichte mit den Wegweisern. Und heute komme ich drauf, dass das ja noch in der Spelunke steht. Und das, obwohl ja das Kindergarten schon offen hat. Das war besonders intelligent. Na egal. Das haben wir jetzt gerade runtergebracht. Im Zuge des Runterbringens ist folgende Situation aufgetreten. Guten Tag. Wir gehen da so in der Weinbergstraße und da ist eine Menschenansammlung. Ich behaupte mal, es ist keine angemeldete Demonstration. Ich gehe da durch sozusagen und kriege mit, dass sie da die Straße vermessen und diskutieren über eine Verkehrsinfla, also so ein Ohr, ihr wisst sie so. Dass da wer stehen bleiben muss, das Gegenverkehr und so, also eine Straßenblockade, die man natürlich jetzt schon mal aus Sicht des Verkehrsflusses als höchst bedenklich betrachten könnte. Aber egal, man könnte einen Kreisverkehr machen, das wäre schon wieder besser. Naja, jedenfalls bin ich der Meinung, dass das eine enorme Verschwendung von Ressourcen ist. Erstens die Tatsache, dass es überhaupt eine Verhandlung diesbezüglich gibt, wo mehrere hochbezahlte Organe involviert sind, wo Sachverständige dabei sind und natürlich alle Anrainer. Zweitens, meine Hand fällt mir ab. Zweitens ist es sowieso absurd, den Verkehrsfluss zu behindern. Und drittens bräuchert man sich ja nur darum kümmern. Und haltet euch fest, jetzt kommt nämlich der Überhammer. Ich hoffe, ihr sitzt. Man bräuchte ja nur schauen, dass sich die Verkehrsteilnehmer, pass auf, jetzt kommt, an die Regeln hält. An die Verkehrsregeln. Wenn sich nämlich die Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln halten würden, und ihr seht, ich spreche da in einer hypothetischen Sprache, deren offizielle Begrifflichkeit ich nicht verstehe, aber würde man sich da darum kümmern, dann würden da die Fahrzeuge mit 30 km/h fahren. Und wenn die mit 30 km/h fahren, abgesehen davon könnte man Begegnungszone mit 20 km/h machen, dann wäre das Thema überhaupt vom Tisch. Oder Wohnstraßen können sie nicht machen, so Hauptschienen. Na egal, gebe ja viele. Die StVO, die gibt viel her. Ja, die StVO gabert viel her. Ja, würden sich die Leute an diese 30 km/h halten, dann gibt es ja kein Problem. Jetzt werdet ihr sagen, no! Das geht ja nicht, die schauen ja nicht, die passen nicht auf. Ja, genau das ist der Punkt. Habt ihr schon mitbekommen? Ich weiß nicht, ob ihr ein Navigationsgerät verwendet. Ich meines Zeichens verwende ein Garmin Nüvi 255. Dafür habe ich vor geschätzten 15 Jahren, viel weniger wird es nicht sein, einmal ein Kartenupdate gekauft auf Lebenszeit. Das sind die Garmin Europe NT Karten. Die kommen jedes halbe Jahr neu. Und dieses Garmin Nüvi 255 schreibt in der linken unteren Ecke, wie schnell man gerade fahren darf. Ich weiß, das ist jetzt stimmt nicht bei zeitlich limitierten Geschwindigkeitsbeschränkungen. Es stimmt nicht im Bereich von Baustellen. Aber im Großen und Ganzen kannst du sagen, in 95% der Straßenfällen stimmt das. So, jetzt könntet man unter Berücksichtigung der Tatsache, dass heute ja fast alle Autos ein Navi haben oder GPS oder sonst irgendwas, könnte man ja sagen, das Auto fährt nicht schneller als diese Geschwindigkeitsvorgabe im Kartenmaterial zulässt. Und man könnte jetzt ganz weit hergehen und sagen, okay, die Karten werden live abgerufen. Das Auto weiß, es ist jetzt in der Grünhofstraße 22 und ruft sich die Karten live von einem staatlichen Server
Der würde sich jetzt zum Beispiel der Niederösterreich-Atlas in Niederösterreich anbieten, weil den gibt es ja eh schon. Da ruft er sich die aktuellen Daten ab und da gibt es vom Bundesministerium für Verkehr einen Server, in dem die ganzen Geschwindigkeiten hinterlegt sind nach Koordinaten und dann könnten die Autos so wirklich hundertprozentig zuverlässig die Maximalgeschwindigkeit begrenzen. Das wäre technisch überhaupt kein Thema, denn ihr wisst, alle Autos haben halt schon ein Tempomat, die kennen das sowieso. Das würde nur mal so eine, sagen wir mal so, für einen Menschen, der sich auskennt, wahrscheinlich eine Programmierarbeit von einer Stunde oder einem Tag, sagen wir einen Tag sein, so ist 3000 Euro Kosten. Das heißt, wenn man bei jeder Neuanmeldung von einem Fahrzeug einen Cent dazurechnet, sind die Kosten innerhalb von ein paar Stunden herinnen. Das wäre eine sehr effiziente Lösung. Und dann braucht man eigentlich nicht mehr über diese verkehrserschwerenden Dinge diskutieren, die ja nicht nur uns das Leben komplizierter machen, sondern letztlich jeden Straßenerhalter. Das Ohrwaschel ist begrünt, muss gepflegt werden. Und dann kommt natürlich der Räumdienst im Winter, der Schneedienst. Der muss da auch mal dumm fahren. Da müssen mehr Straßenpflöcke drauf, die die Geschroppen wieder umhauen. Also da könnte man viel sparen. Und ganz nebenbei würde es auch gewährleisten, dass ein Einsatzfahrzeug im Notfall da wirklich mit einem 100er durchrauschen kann, wenn es wirklich notwendig ist. Und wir reden jetzt gar nicht von einer Extremsituation, wo wir alle flüchten müssen, weil es von drüben mit den Bomben kommen, wo wir uns wünschen würden, dass wir schnell mit dem Auto weiterkommen. Also, es gäbe da viele Szenarien, die da durchaus Sinn machen. So, jetzt habe ich aber lang genug geschwafelt. 6 Minuten. Der Vlog ist fertig. Na, wer hätte das gedacht? Was meint ihr dazu? Ja, ich meine, da kommt natürlich die allgemeine Sinnhaftigkeit von Geschwindigkeitsbegrenzungen dazu. Aber ich sag's mal so, bei dieser Verhandlung dort habe ich so Kandidaten gesehen. Mit Kandidaten meine ich Familien, die ihre Kinder unbeaufsichtigt auf der Straße rum und umrennen lassen. Na klar ist es ein Problem, wenn sie die Autofahrer nicht an die Regeln halten, weil sie ja die Leute mit ihren Kindern auch nicht an die Regeln halten. Und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, solange sich nur einer nicht an die Regeln hält und nicht aufpasst, haben wir kein Problem. Das Problem haben wir ab dem Moment, wo sich 2 Menschen nicht dran halten. Und das allergrößte Problem ist, wenn da mehr daneben steht. Schauen wir uns die YouTube-Vorschläge an. Die YouTube-Vorschläge für heute um 15.23 Uhr. Amiga-Story von Nostalgia Nerd. How Tracks Changed Forever at the First Tokyo Olympics, Phil Edwards. Mix External Love von Anne Reburn. Damit beschwört Lego den eigenen Untergang von Steine Küste. C64 von C64. Maus Cheese Commodore 64 von Nostalgia Nerd. Und Wolfgang Bonita Group über die Maskenproduktion 3 nach 9. Ja, das war's schon wieder. Heute ist Feuerfest, habe ich gerade festgestellt. Da werden wir heute Abendessen essen. Ja. Abendessen, ich bin schon am Verhungern. Und falls ich nicht verhungert bin, gibt es morgen wieder einen Vlog. Das ist der große Plan. Bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem glorigen YouTube-Kanal.